Im heutigen Markeflüster geht es um Katzen und die Börse. Und eins ist sicher, meine Damen und Herren, würde ich immer Videos über Katzen machen, hätte ich sehr viel mehr Abonnenten und Zuschauer. Aber es geht hier durchaus um einen Vergleich, den viele vielleicht von Ihnen kennen, nämlich Katzen, die fressen, solange man ihnen Fressen hinstellt. Die hören also nicht auf zu fressen, während andere Tiere das nicht machen. Aber es geht hier um die zwei verschiedenen Paralleluniversen, könnte man sagen. Einerseits die Aktienmärkte, die machen Party, solange das Fressen hingestellt wird. Die sagen sich, Liquidität ist doch noch da, Tapering wird vielleicht kommen, aber bis das dann alles fertig ist, bis da keine neue Liquidität kommt, da dauert es ein bisschen, während die Anleihemärkte hinter die Kurve gucken und sagen, oh, die Inflation, die ist dauerhaft, die ist dauerhafter, die Lieferengpässe, Materialmangel, das wird länger bestehen, dementsprechend die Inflation hoch sein, dementsprechend die Fed und andere Notenbanken die Zinsen anheben, damit wird die Liquidität weniger. Und genau das lehnen die Aktienmärkte ab. Die sagen, ach was, Inflation vorübergehend, Materialmangel, Lieferengpässe vorübergehend. Das ist also sozusagen dieser, wie soll man sagen, dieser Bruch zwischen den Finanzmärkten, den wir derzeit so klar erleben. Und die Aktienmärkte, die fressen und fressen wie Katzen und sagen sich, egal, solange das Futter da ist, wird eben gefressen. Schauen wir uns die Geschichte mal an, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir hier die Zentralbanken, die in dieser Woche wichtige Entscheidungen treffen werden. Vor allem natürlich die Fed am Mittwoch mit ihrer Entscheidung. Da wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach das Tapering verkünden. Aber man wird sehr genau hinhören, was Jerome Powell bei der Pressekonferenz zu sagen hat. Wie mulmig es ihm geworden ist inzwischen, das Wort Transitory, ist das letzte Mal nicht vorgekommen. Dann haben wir die Royal Bank of Australia, also die australische Notenbank. Da sind die Zinsen, was Sie hier sehen, ist nicht Bitcoin, sondern die zweijährige australische Staatsanleihe bzw. deren Rendite, und auch die Bank of England könnte in dieser Woche schon die Zinsen anheben. Zinsen, das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben hohe Inflation. Aber die Aktienmärkte sagen sich, naja, vorübergehend und solange die Zinsen bei Null sind, egal, macht doch überhaupt kein Problem. Die Anleihemärkte sagen sich, ja, wir haben hohe Inflation und die werden darauf reagieren müssen, die Notenbanken. Also preisen wir das schon mal ein. Das bringt vielleicht die ganze Situation hier auf den Punkt. Den Jakobsen sagte, die Märkte, zumindest die Anleihemärkte, haben den Glauben an die Notenbanken verloren. Die glauben nicht an das Narrativ von Transitory, von 2022 wird alles wieder runtergehen, alles wird gut. Das ist eben der zentrale Punkt. Und diesen Unglauben sieht man hier bei den sogenannten Fed Fund Futures. Die preisen bereits jetzt drei Zinsanhebungen in 2022 ein. Drei Stück, das ist immens und das liegt auch an den massiv gestiegenen Arbeitskosten. Das ist der höchste Posten für die Unternehmen und das dürfte noch herber werden, eben aufgrund der gestiegenen Kosten. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich eine ganze Runde von Tarifverhandlungen vor uns, die dann höhere Löhne einfordern, und das ist dann so das letzte Puzzleteil, was fehlt, damit diese Inflation wirklich etwas dauerhafter wird. Die Bank of America, die sieht das schon kommen, die sagt, wir haben hier ein Beer Flattening und das ist jetzt die Phase, in die wir gerade eintreten. Das ist jetzt eine Phase, die für Consumer Staples gut ist, also für ja, Dinge, die man kauft, die man regelmäßig kauft, die für den VIX gut ist, also Volatilität, und die für bestimmte Staatsanleihen gut ist. Dann kommen wir in das nächste Schema, also das ist ein permanenter Kreislauf. Wir kommen aus dem Bear Steepening, also dass wir praktisch eine steilere Zinskurve gesehen haben. Jetzt passiert das Gegenteil. Wir sehen, dass die Zinskurve sich verflacht derzeit, dass die Anleihemärkte schon eine Rezession am Horizont sehen, während die Aktienmärkte eben, wie gesagt, noch diese Party machen. Wie transitory diese Inflation ist, sieht man vor allem an den Aktienmärkten, wie Sven Henrik hier ein bisschen sarkastisch bemerkt. Der Chart, den Sie hier sehen, ist nicht Bitcoin, sondern der S&P 500. Bitcoin ist noch ein bisschen krasser, oder Tesla. Man könnte da ja einiges nehmen. Merrill Lynch sagt jetzt heute, unsere Privatkunden sind so stark in Aktien investiert wie noch nie in unserer Geschichte, nämlich zu 65,5%. Und alle hoffen, vor allem die Notenbanken hoffen und die Finanzminister hoffen, dass diese Inflation irgendwie schon wieder zurückgeht. Denn man hat
nicht mehr so den großen Einfluss. Man hat massiv Geld gedruckt auf der einen Seite und jetzt sind so viele Faktoren da, die man nicht mehr beeinflussen kann. Lieferketten, Rohstoffpreise, Materialmangel, da hat die Notenbank keinen Einfluss drauf und man versucht aber zumindest mit Beruhigungsrhetorik auch sich selbst zu versichern, dass doch alles gut ist, so wie Janet Yellen, die Finanzministerin, die gesagt hat, ja, also sie sieht eine solide Erholung der Wirtschaft und sagt, also das, was die Anleihemärkte da spielen, das sehe ich nicht so. Wir haben aber heute wieder Zahlen bekommen vom ISM-Index Gewerbe, Einkaufsmanager-Index also. Business is getting stronger, but the supply chain is getting worse every day. Wird jeden Tag schlimmer mit der Lieferkette, so sagen manche hier bei dieser Befragung. Aber sicher ist, die Preise sind weiter nach oben gegangen, über 85, 100 ist Maximum. Also wir sehen weiter massiv steigende Preise. Wir sehen, dass inzwischen in Deutschland die Stimmung so ein bisschen gekippt ist und jetzt auch Madame Lagarde in den Fokus kommt. Hier etwa die Bild-Zeitung. Teuer Schock kostet jeden Deutschen 1400 Euro. Nämlich genauso viel wie das Jäckchen, was Lagarde hier von einer Edelmarke anhat, offenkundig, wie man da bei der Bild nicht ohne gewissen Sozialneid vielleicht bemerkt. Jedenfalls hat das auch in amerikanischen Medien, was die Bild hier titelt, ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Hier etwa USA Today, große amerikanische Zeitung, die das Ganze aufgreift. Und ja, in der Tat, die Inflation, die ist wohl dauerhafter, die dürfte dann Anfang 2022 erstmal ein bisschen zurückgehen, zumindest in Deutschland, das liegt dann an den Basiseffekten. Aber da sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, ja, wir werden wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres, Anfang 2022, leicht rückläufige Inflationsdaten haben, aber wir werden eine dauerhaft höhere Ebene von Inflation haben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Und das hat er heute in einem Artikel unter anderem bei der FAZ begründet. Aber kommen wir jetzt zu den Katzen, kommen wir zu denjenigen, die fressen und fressen. Ich hatte heute Morgen schon gezeigt, November, ja eigentlich ein super Monat. Jetzt beginnen die Buybacks, die Aktienrückkäufe. Was soll schiefgehen? Durchschnittlich der S&P 500 im November plus 1,25%, Nasdaq sogar 2,8%, bester Monat im Jahr. Und dann gibt es natürlich Statistiken in den USA immer, die zeigen, naja, wenn es so gewesen ist in diesem Jahr wie bisher, wie geht es dann durchschnittlich weiter? Wir sind jetzt 22% gestiegen und normalerweise ist es dann so, dass das Restjahr nochmal um 5% nach oben geht. Und möglich ist das, denn die Aktienmärkte, die sind eben wie Katzen, die fressen und fressen. Und solange da das Herrchen oder das Frauchen eben den Napf nicht wegstellt oder nichts mehr reinfüllt, wird eben gefressen, so ist das. Und schauen wir uns mal an, wie inzwischen die Verteilung ist bei diesen Aktienmärkten. Die sechs großen Tech-Aktien, die machen ein unglaubliches Gewicht von 46,4% des Nasdaq 100 aus. Also das ist schon eine immense Dominanz. Der Rest der 53,6%. Wir sehen jetzt auch eine Tesla, die immer mehr an Gewicht gewinnt. 5,6% heute ja wieder gestiegen. Dazu gleich mehr. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Tech-Ergebnisse, die waren sicherlich nicht schlecht. Gerade von Microsoft und Google waren die natürlich sehr gut, aber Apple, Amazon, das war doch eher enttäuschend. Hier sehen wir mal 2021 das dritte Quartal, dass die B-Trade, also die Quote, mit der die Erwartungen geschlagen werden, jetzt nicht so überragend gewesen ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Nach wie vor relativ gut, gar keine Frage. Aber die Frage stellt sich eben dann auch, ist das Peak Earnings, ist das jetzt das Top gewesen? Das Top war es heute zumindest nicht beim Dow Jones. Der ist nämlich das erste Mal in seiner Geschichte auf 36.000 Punkte gestiegen. Und das Ganze 21 Jahre, nachdem ein Buch erschienen ist, das hieß Dow 36.000, bezeichnenderweise im Jahr 2000, meine Damen und Herren. Das ist sicherlich kein Zufall. Zumindest wenn es Zufall ist, dann ist es reinster Zufall und nicht gewollt und auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Also das zeigt so ein bisschen, was derzeit los ist. Man futtert eben so lange das Fressen in diesem besagten Napf ist. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt Rohstoffe weiter steigen, etwa Wheat, also Weizen, hier auf den fast höchsten Stand aller Zeiten in Europa gestiegen, auch in den USA höchster Stand
seit 2012 und Weizen ist ja so elementar für die Ernährung der Menschen. Also sehen wir da praktisch die zukünftig steigenden Lebensmittelpreise, die dann oft Voraussetzung ist für Unruhen. Arabischer Frühling ist zu einer Zeit passiert, als die Lebensmittelpreise sehr hoch waren. Und das sorgt dann meistens auch für Unruhe, gerade in den Ländern, wo das Allernötigste nicht selbstverständlich ist. Nicht selbstverständlich ist das, was bei Tesla passiert. Wir sehen heute wieder einen absurden Anstieg, muss man fast sagen. Wenn man Tesla-Aktien kauft, so hier ein Kommentar bei Bloomberg, dann kauft man ein Narrativ. Das ist so ein bisschen Science-Fiction. Das hat mit wirklichen Cashflows nichts zu tun. Wir wissen, dass Tesla ja nur ein Bruchteil dessen verkauft, was andere verkaufen. Aber wir sehen, dass da massive Volumina in Sachen Optionen am Start sind. Das ist genau der Punkt, der diese Aktie so treibt. Wir haben mehr, deutlich mehr Optionen als auf den Nasdaq-Index. Das ist ungewöhnlich, dass eine einzelne Aktie da mehr Volumen an sich ziehen kann als ein Index und auch mehr als in den Aktien Amazon, Apple und Facebook zusammen. Also wir sehen, Tesla ist sozusagen das, wo sich diese Optionen fast konzentrieren, und diese Optionen sind ja immer wichtiger geworden für die Wall Street. Das bewegt inzwischen die Märkte so derartig, da ist das Optionsvolumen ja höher als das Volumen in den Aktien selbst, die da physisch gekauft oder verkauft werden. Abschließend noch interessante Bemerkung, jetzt mal weg von den Aktienmärkten hin zu uns. Das Gas könnte bald wieder ein bisschen knapper werden in Deutschland, weil die Russen schlichtweg kein Gas durch diese Pipeline schicken, die durch Weißrussland und Polen geht, die sogenannte Jamal-Plattform. Man scheint also dieses Versprechen erstmal nicht einzulösen, das Putin gegeben hat, als er sagte, ja, ich möchte, dass es den europäischen Haushalten da besser geht in Sachen Gasversorgung. Man will weiterhin wahrscheinlich Druck machen auf die Genehmigung oder für die Genehmigung des Nord Stream 2 Pipeline, dass das endlich passiert. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor mir die Stimme ganz wegbleibt, leicht heiser, wie Sie merken, noch zwei Hinweise, die ich Ihnen geben möchte. Xi Jinping und der Machtkampf in China. Da ist ein Artikel von mir, der sich bezieht vorwiegend auch auf Jürgen Kremp, den wir am Donnerstag wiederum bei Boom und Bust in der Sendung haben. Da geht es um Xi Jinping, geht es um China, da geht es um diesen immensen Wettkampf zwischen den USA und China, der uns noch dieses Jahrhundert beschäftigen dürfte. So viel scheint klar, werde ich ihm unter dem Video verlinken. Ebenso wie den Artikel von Wolfgang Müller, S&P 500 und Aktienmärkte, goldener Oktober, geht es so weiter. Und das hat der Wolfgang Müller diskutiert bis ins Feinste. Da können Sie sich ein sehr, sehr gutes Bild machen, wie die Lage derzeit ist. Natürlich ist da auch eine bestimmte Meinung dabei. Meine Meinung ist, dass wir jetzt die Situation haben, solange die Aktienmärkte eben fressen können, fressen sie. Aber die Anleihemärkte haben wahrscheinlich den besseren Riecher für das, was kommen wird. Es ist also eine Frage der Zeitebenen, wer sich durchsetzen wird, im kurzen Zeitfenster vielleicht die Aktienmärkte, im längeren haben auch historisch gesehen meistens die Anleihenmärkte die bessere Urteilskraft gehabt. Wir werden sehen, die beiden Artikel, wie gesagt, unter dem Video unbedingt anschauen, unbedingt lesen, und jetzt sage ich Servus und Ciao.